So, dann gehen wir mal zu Toni, zum Therapeuten. Da bin ich jetzt... Oh, Liegestühle, können wir die... Wer hat nur diesen Schlafen kannst du, wenn du tot bist, Quatsch verbreitet? Also ich fand den Tod jetzt nicht besonders erholsam. Das stimmt, können wir die mitnehmen? Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar, ich meine, klar. Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitung. Dann eben nicht. Sehr gut, dann geht's jetzt weiter. Wir haben jetzt einen Liegestuhl, Hormone haben wir dazu bekommen, haben immer noch einen Abdruck auf Tasche, einen Bleisatz-Irk, den wir irgendwie noch zum Organon kriegen müssen. Hier ab nach oben, schmeißen wir den weg, nee, das bringt nichts. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Oh oh. Da sollte ich lieber nicht stören. Dann sollten wir... Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Ja, wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Ja, gute Frage. Schmeiß doch mal einfach mal einen Flyer ins Gesicht. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und nun? Brauchen wir einen Flyer. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Ich brauche einen Flyer. Wir haben jetzt keinen mehr und wir können auch gar nichts mehr schmeißen gerade aktuell. Oder ist der unten gelandet? Ach, da unten ist er gelandet. Zu weit laufen. Oh Mann. Und die Tür geht wieder auf. Da haben wir ihn. Wir müssen den irgendwie schwerer machen. Damit da. Können wir den irgendwie. Können wir da Tabletten raufkippen? Nein, dieses Problem erfordert meine ungeteilte Männlichkeit. Dampf. Außerdem könnte ich mir beim Öffnen der Hormondose den Fingernagel einreißen. Ah, wie schlimm das wäre. Bleisatz. Ups. Aber natürlich. Wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Okay. Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. Jetzt haben wir einen beschwerten Flyer. Dann gehen wir mal nach oben. Zum Strickladen und schmeißen jetzt nochmal nach Toni. Guck mal, hier fang, Toni. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Ja. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Schmeiß. Huch! Hupsi! Hier muss es seltsame Aufwinde geben. Ah, Moment, jetzt gehen wir da mal schauen. Ich mache jetzt gleich erstmal mal so Stück für Stück weiter. Wo ich denke, dass es gerade richtig ist. Weil irgendwie muss alles nachher ein großes Ganzes ergeben, denke ich zumindest. Und wir schnappen uns den Flyer hier, der jetzt an der Wand steckt. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Zack! Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Urk. Ha! Irk. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdiwui. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni,
Ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Voll schön. Jetzt können wir nämlich voll schön weitermachen. Wir haben jetzt den Bleisatzbuchstaben Irk. Lack. Passt. Ja, wir haben jetzt ein Antragsformular. Schmeiß das da mal rein. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ganz einfach. Als erstes den Ersatzbuchstaben Irk. Wozu? Das Irk funktioniert einwandfrei. Ach, verdammt. Ich dachte, ein Irk kann man immer gebrauchen. Rein damit. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Relativ simpel. Irk 75. Irk-75. So. Genau. Den nehmen wir jetzt natürlich mit. Schmeißen den in... Oh, Entschuldigung. In die Rohrpost. Und zack. Und die Rohrpost in den Rohrpostschacht. Klingt logisch. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Es geht voran. Ja, das ging ja flott. Hier. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Okay, was passiert jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Nanu? Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Ah, dann gehen wir mal schauen, was da jetzt passiert. Da mal hinterher. Oh! Und dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag außer Gefecht gesetzt. Wow! Ah, Rufus! Wir haben ein neues Problem. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Was ja nun wirklich jeder geschafft hätte. Ja, was können wir jetzt denn Schönes mit dem Organon da machen, gefangener Organon-Sanitäter? Dass Cowboy Dodo ihn überrumpeln konnte, verdankt er nur meiner grandiosen Vorarbeit. Er war bestimmt aus der Puste, weil ich so schnell vor ihm weggerannt bin. Dann können wir jetzt bestimmt mal mit ihm sprechen. Sag mal, du gehörst doch zum medizinischen Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still. Hey, es hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Jetzt haben wir eine Organon-Outfit-Verkleidung. Können wir die auch hier... Es ist gerade so spannend. Okay, dann behalten wir das erstmal da. Wir machen da natürlich gleich weiter. Allerdings... Einmal bitte rübergehen. Danke. Finger weg! Die Antidepressiva. Toni hat jetzt Antidepressiva bekommen. Wir können jetzt erstmal zu Toni gehen und mit Toni nämlich nochmal reden. Hoffe ich. Jetzt in den Panzer. Da ist Toni. Hallo Toni, ins Cockpit. Hallo Toni. Hey Toni. Was? Boah, wie bist du denn, Drupp? Ich dachte, du machst jetzt eine Therapie. Mein Therapeut hat sie abgebrochen und mir stattdessen ein Rezept für einen Strick ausgestellt. Cool. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, oder? Ich doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Rufus? Moment mal. Drohender Unterton? Aggressives Gefunkel im Auge? Hey! Er hat es geschafft. Du bist wieder ganz die Alte. Das war nicht Ziel der Therapie. Ach, wen interessiert denn, was das Ziel war? Hauptsache, es hat geklappt, oder? Irgendwie habe ich dieses Geräusch vermisst. Danke, einmal reicht. Ja, sie ist ja ganz die Alte. Ich will das Rezept haben eigentlich. Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan, Hals und Wirbelsäule, Akutpforte. Einmalige
Anwendung. Das könnten wir zumindest sehr gut gebrauchen, um mit dem Rufus in der Kanalisation vielleicht die Kinder anzubinden und in die Bar zu gehen. Mal schauen. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Ja. Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Juhu. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Jetzt gehen wir erstmal raus hier. Nicht wahr? Wenn wir nicht draußen sind, haben wir jetzt ein Rezept für einen Strick, den wir uns als nächstes holen werden. Und zwar vom Strickladen. Hier, guck mal, wir haben ein Rezept. Dankeschön. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Ein Schnürsenkel? Was sollen wir denn damit? Strick, Schnürsenkel. Ich dachte, jetzt können wir hier endlich mal, jetzt können wir mal gucken, ob wir mit dem Strick vielleicht da irgendwas... Boso? Baby-Boso? Da wollen wir jetzt eigentlich hin. Ich sehe eine Heldentat heraufziehen. Ich muss Barry davon erzählen. Ja, müssen wir auch. Und dann gehen wir nämlich gleich nochmal hoch. Gucken, ob wir da mit dem Strick irgendwas festbinden können. Aber wir haben ja noch Rufus hier. Genau. Ich ziehe mich nicht um, wenn jemand zuguckt. Ich bin nicht so ein Mädchen von dieser Sorte. Na Mann, dann gehen wir mal nach da. Machen das hier. Ziehen uns mal wieder um. Zack. Organon Rufus. Schreit zur Tat. Und hat jetzt auch wieder die gleiche Stimme. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Außer eins. Mach's gut, du trübe Tasse. Yeah, sehr gut. Jetzt haben wir nämlich auch die Stimme. Und sind nämlich auch mit als Chef angesehen wahrscheinlich. Cool. Yeah. Das hat funktioniert. Jetzt machen wir aber Folgendes. Wir quatschen erstmal alles an und jeden. Und dann sehen wir weiter. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Jetzt hat er auch noch diese fiese, aggressive Stimme. Jetzt gehen wir mal hier unten hin zur Krankenstation. Und schauen uns dort einmal um. Sprechen mit Cletus. Ah, Herr Doktor, endlich. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm entferne ich doch mit links. So schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kettel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Sezierbesteck und die Knochensäge. So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ah ja, Kinderspiel. Immerhin bin ich Chicorée. Sie meinen Chirurg? Das auch. Ja, wir wollen also den... Ups! Hä? Ich drücke jetzt einfach immer mal dahin, wo der jetzt gerade auftaucht. Wir könnten auch erstmal auf die Anleitung drücken. Da ist doch der Bandwurm drin. Was für ein Glück für seinen als Cletus verkleideten Klon, dass Rufus auch ein begnadeter Chirurg ist. Triviale medizinische Eingriffe wie das Entfernen eines Bandwurms könnte er auch mit verbundenen Augen durchführen. Schwieriger ist doch schon der anschließende Wiedereinbau der Organe per Drag and Drop. Das hilft es zu wissen, dass sich Organe am Mauszeiger mit Rechtsklick. Da hilft es zu wissen, dass sich Organe am Mauszeiger mit Rechtsklick drehen lassen. Huch, darauf habe ich gar nicht geachtet. So,
Gleich hat er auch keine Organe mehr. Klinisch tot. Da hab ich den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Och, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Meinetwegen. Okay, die Lunge. Tut's weh. Ah, das sollte eigentlich passen. Brustkorb. Oh Gott. Darm. Au. Können wir das nicht. Herz. Ja, das, Nee. Nee. Passt nicht. Dann haben wir hier noch was. Noch so ein Organ hier irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo das. Ich weiß gar nicht, ist denn das? Noch so ein Organ. Magen. Da so hin so. Da so hin so. Da so? Da so. Dann haben wir noch. Eins haben wir noch. Ich weiß nur noch nicht genau, wohin das kommt. Da auch nicht. Da auch nicht. Aber ich würde sagen. Eigentlich. Ja, das ist irgendwie das Letzte, was gerade fehlt. Okay, das muss ja irgendwo hier hinkommen. Nicht, dass wir das jetzt einfach vergessen haben. Und ich weiß nicht, wo. Tja. Alles wieder raus. Wo kommt denn das hin? Herz. Oh Gott, jetzt wird's aber interessant hier. Jetzt geht das Rätsel wohl richtig los. Der Darm. Au. Der Magen. Ja, wir müssten eigentlich. So. Ich würde das ja gerne hier irgendwo mit ranstecken. Aber ich hätte das merken sollen, verdammt. Natürlich wieder nicht aufgepasst und einfach nur alle Organe rausgerissen, so wie ich das natürlich auch gehört. Ah. Also rum ist definitiv eigentlich falsch. Eigentlich. Moment, jetzt haben wir hier theoretisch zwei Ausgänge. Drehen wir das doch mal in die Richtung. Ich hätte mir das verdammt nochmal echt merken sollen. Oh. Woran sehen wir denn das? Da haben wir auch alles schon gelesen. Ah, ich weiß, ich weiß. Ich hätte mir das merken sollen, liebe Leute. Ich weiß, dass das hier schon recht gut aussieht. Du musst einfach nur alles rein, oder? So. Nee, das ist schon. So sollte das schon sinnvoll sein. Also ich kann jetzt auch den Darm beispielsweise nicht daran stecken. Also, macht das auch so mehr Sinn. Den Darm. Ja, noch so ein Organ. Das Herz eigentlich auch dahin. Ja. Verdammt. Geht nicht. Das passt alles nicht, Leute. Aber so wäre es natürlich schon cool. Ha, guck mal den Darm. Jetzt können wir da nämlich, dachte ich. Und wo gehört das letzte Teil hin? Ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Zumachen. Huch. Das wollte ich nicht. Jetzt hat einer gar weniger. Na, das hat doch geklappt. Wir haben Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier.
Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit. Machen wir gleich. Ich dachte, hier unten können wir noch was einsammeln. Wir gehen jetzt erstmal zu den Rebellen da unten lang. H2. Oh Gott, was das werden soll. Und zurück. Und weiter. Rufusch? Ich glaube, ich sehe doppelt. Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein! Hey! Tja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich. Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil und es kann losgehen. Wir haben ein Seil, nur Bandwurm. Ha! Ich weiß, was wir als Seil verwenden können. Halte es lieber für dich, solange es keine neue Abstimmung gab. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Clown da die Aufstiegscodes holt. Ja, aber wir haben noch ein Seil. Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage. Ja. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gibt. Also eine, bei der ich gewinne. Okay, also sollten wir... Ja, gute Frage. Eine Auszählung, wobei er gewinnt. Hey, Janosch. Hallo, Rubusch. Okay, das ist natürlich auch Quatsch. So dumm, dass ich diesen Organon überwältigen musste. Wo sollen wir denn jetzt ein neues Seil herbekommen? Tja, vielleicht fällt es uns ja in den Schoß, wenn wir hier weiter... Aber oder... Oh, no, Entschuldigung. Seil gefunden? Nein. Du? Das heißt, du bist hier, um uns mitzuteilen, dass du genau was für Fortschritte erzielt hast? Gar keine? Puh. Kann ja wohl nicht wahr sein. Eine Frechheit. Hast du schon? Nein. Das heißt, du bist... Ja, genau. Das hatten wir jetzt auch schon. Jetzt sprechen wir nochmal mit dem offensichtlichen Ruf. Was machst du denn? Du solltest doch für mich stimmen. Und warum stimmst du nicht für mich? Immerhin sind wir identisch, oder? Das ist ja auch Pillepalle, wer von uns beiden die Codes holt. Hauptsache, es tut nicht dieser aufgeblasene Dödel. Da stimme ich zu. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ich lasse mir was einfallen. Wie können wir ihn denn loswerden? Guck mal hier, du bist ein Organotyp. Der braucht kein Kostüm. Er geht ja schon als Cowboy. Mhm. Es ist gerade so. Dann müssen wir mal schauen, wie wir ihn loswerden können.